Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino2Go. Heute wieder mit zwei Perlen aus meiner privaten DVD-Sammlung. Los geht es mit Mein Name ist Nobody. Und die Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um New Mexico im Jahr 1898. Der gute Tim Fonda spielt einen alternden Revolverhelden. Und jetzt pass mal auf, einer meiner absoluten Lieblingsnamen in der Filmgeschichte, namens Jack Beauregard, der sich nichts sehnlicher wünscht, als sich in Frankreich zur Ruhe zu setzen und endlich mal vom Cowboy-Alltag zu entspannen. Doch dann trifft er auf seinen größten Fan und das ist der großmäulige Cowboy Nobody. In diesem Fall gespielt von Terence Hill. Und der hat einen Plan. Der plant nämlich eine Tat, die sie beide zu Helden machen soll. Mein Name ist Nobody. Mit Terence Hill und Henry Fonda. Spannend, frech und voller Humor. Mein Name ist Nobody. Sergio Leones Plan war es ursprünglich mal, eine humorvolle Verbindung zwischen Italo- und Hollywood-Western zu schaffen. Es gibt aber genügend Stimmen, die behaupten, dass er sehr neidisch war auf den Erfolg der sogenannten Trinity- und Bambino-Filme. Dazu gehören Vier Fäuste für eine Halleluja und Die linke und die rechte Hand des Teufels. Es heißt, dass er meinte, diese Filme würden sein Western-Erbe durch den Dreck ziehen und deshalb hat er selber versucht, seine eigene Version einer Western-Komödie zu drehen. Wenn man ganz genau darauf achtet und hinschaut, dann sieht man auch, dass Mein Name ist Nobody sich viel, viel ernster nimmt als diese Klamauk-Prügeleien wie zum Beispiel Vier Fäuste für ein Halleluja. Außerdem ist ein Abgesang und auch eine Hommage an alle Italo-Spaghetti-Western. Und er hat sehr, sehr viele Anspielungen auf einen absoluten Western-Klassiker. In diesem Fall Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Leone hat letztendlich die Regie seinem Assistenten Tonino Valeri übertragen und der hatte ein Budget von damals stattlichen 4 Millionen Euro zur Verfügung. Trotzdem hat Sergio auch manchmal als Co-Regisseur mit eingegriffen und das sieht man vor allen Dingen an dem Opening und an dem opulenten Finale. Was wäre ein Sergio Leone Western ohne die Musik von Ennio Morricone, der in diesem Fall den Ritt der Walküren von Wagner etwas umarrangiert hat. Außerdem war Mein Name ist Nobody der endgültige Durchbruch von Terence Hill, der aus dem Schatten von Bud Spencer treten konnte. Was ich vor allen Dingen großartig an Mein Name ist Nobody finde, ist die deutsche Synchronfassung. Das ist bei mir nicht häufig so, denn normalerweise finde ich die deutsche Synchronfassung eher etwas schwierig. In diesem Fall witzig und bekloppte Dialoge. Ein Mann hat sich dafür mit seiner Firma verantwortlich gezeichnet und das ist in diesem Fall Rainer Brandt gewesen. Er hat vorher Synchronfassungen gemacht von ganz vielen Terence Hill und Bud Spencer Filmen oder auch von Adriano Celentano Filmen oder auch von der Serie Die Zwei. Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen, hä? Netter Fun Fact am Rande, in einer Szene auf einem Friedhof hat Sergio Leone den Namen Sam Peckinpah auf einen Grabstein schreiben lassen. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass Sam Peckinpah abgelehnt hat, mit Sergio Leone zusammenzuarbeiten. Das hat den guten Leone so frustriert, dass er sich dadurch rächen wollte. Noch eine andere wichtige Szene, die in diesem Twist eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die Bande, gegen die Henry Fonda am Ende des Films antritt, Wilde Horde heißt. Das ist eine Anspielung auf The Wild Bunch, ein Film von Sam Peckinpah aus dem Jahre 1969. Und was mit der Wilden Horde am Ende von Mein Name ist Nobody geschieht, ist im Prinzip dann auch auf Sam Peckinpah gemünzt. So muss man das Ganze verstehen. Sam Peckinpah. Ein wunderschöner Name in Navajo. Also, ich kann euch nur eins sagen. Mein Name ist Nobody. Ist absolut sehenswert, weil ich Nummer 1 Henry Fonda klasse finde. Ich mag Terence Hill, aber vor allen Dingen die deutsche Synchro. Also in keinem Fall im Original schauen. Schöner Western, tolle Musik, super Bilder, macht Spaß. Kaufen. Meine Rankstags. Terence Hill, Sergio Leone, Spaghetti-Western, bekloppte Dialoge und Bordelltür.
Der zweite Film, den ich euch heute gerne vorstellen möchte, heißt The Rock. Und falls ihr die Geschichte nicht mehr erinnert, hier kommt sie. Der Brigadegeneral Francis X. Hummel bringt mit einer Gruppe an Elitesoldaten die Gefängnisinsel Alcatraz mitsamt 81 Touristen darauf unter seine Kontrolle. Er will von der amerikanischen Regierung 100 Millionen Dollar, um Genugtuung für gefallene Soldaten zu erlangen, die in einem Spezialauftrag getötet worden sind. Ansonsten, falls er das Geld nicht bekommt, beschießt er die Stadt San Francisco mit Giftgasraketen. Die einzige Hoffnung der Regierung sind der Spezialist für chemische Waffen und FBI-Agent Stanley Godspeed, dargestellt von Nicolas Cage, und der ehemalige Alcatraz-Gefängnisinsasse John Mason, dargestellt vom großartigen Sean Connery, der als einziger es geschafft hat, von der Gefängnisinsel Alcatraz zu fliehen. Es gab eine Geiselnahme auf Alcatraz. Geiselnahme? 81 Touristen. Ist der Rock eine Touristenattraktion? Kommen wir zu ein paar sehr schönen Fun Facts zu The Rock. Nummer 1. Der Film hatte ein Budget von 70 Millionen Dollar und spielte weltweit 325 Millionen Dollar ein. Nummer 2. Quentin Tarantino war ein nicht genannter Drehbuchautor. Nummer 3. Der Film wurde dem Produzenten Don Simpson gewidmet, der während der Dreharbeiten starb. Und Nummer 4. Michael Bay sagte, dass das Drehbuch in der ursprünglichen Fassung ehrlich gesagt viel ernster war und dass viele der komischen Elemente erst während der Dreharbeiten improvisiert wurden. Von Don Simpson und Jerry Bruckheimer, den Produzenten von Top Gun und Dangerous Minds, und Michael Bay, Regisseur von Bad Boys. Willkommen auf Alcatraz. Sean Connery gilt ja als ein sehr eigenwilliger Superstar, deshalb bat er damals auch die Produzenten, ihm eine Hütte auf die Gefängnisinsel Alcatraz zu bauen, damit er nicht immer vom Festland hin und her fahren muss. Außerdem war während der Dreharbeiten die Gefängnisinsel komplett für die Touristen offen, sodass die natürlich mal gucken konnten, was Nicolas Cage und die anderen Schauspieler so alles dort vor Ort taten. Und ein letztes Gerücht, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, John Mason sollte ursprünglich von Arnold Schwarzenegger gespielt werden, der die Rolle aber ablehnte, weil für ihn das Drehbuch nicht perfekt genug war. Hören Sie, ich bin nur Biochemiker. Ich fahre einen Volvo, einen beigefarbenen. Also gehen Sie mir verdammt nochmal nicht auf den Sack! Was ich an diesem Film so großartig finde, ist das Zusammenspiel zwischen Nicolas Cage und Sean Connery. Ich bin so ein riesen Sean Connery-Fan, deswegen gucke ich mir alles an, wo er mitgespielt hat, auch die eher sehr schlechten Filme. Aber hier ist die Action toll, die Dialoge sind nett und man kann den Kopf einfach mal ausschalten und das alles auf sich einprasseln lassen. Also perfektes Jerry Bruckheimer Blockbuster-Popcorn-Kino. Meine Ranks-Tags: Bayham, Rocketman, Sean Connery, Nicolas Cage und No-Brainer.